Jo Leute, ein herzliches Willkommen hier aus Saudi-Arabien, einer der spektakulärsten Strecken im Kalender. Ich freue mich extrem, dass ihr dabei seid und es ist erst das zweite Let's Play zu unserer My Team Season. Ich hoffe natürlich, ich arbeite daran, schneller Videos zu produzieren, es tut mir natürlich leid, aber dennoch, schaut doch gerne auf TikTok vorbei, da kommt noch ordentlich viel Stuff online, aber wir sind heute in Jeddah, einer tollen Strecke, 27 Kurven und 5,8 Kilometer mit drei DRS-Zonen. Nein, es sind drei. Man hat die eine DRS-Zone endlich verschoben, die es ja komischerweise nie gab nach dem ersten Sektor. Abonniert gerne den Channel. Schaut auch gerne, wie gesagt, auf it's_tobi auf TikTok vorbei. Und auch gerne auf Instagram. Links finden wir alle unten in der Bio. Und wir sind hier in unserer Qualifying-Runde. Leicht ging die Morgen dupst. Wir sind im zweiten Run, also in Q2. Wir haben es ins Q2 geschafft. Und das mit unserem, ich würde sagen, Groove Air erinnert schon ein bisschen dran. Ich mag das Design, ich habe nicht viel geändert, ich weiß, aber dennoch, das Auto-Handling ist ziemlich tricky und das merkt man aber auch hier gar nicht wirklich. Das Auto lässt sich extrem gut steuern, was meiner Meinung nach echt ein Wunder ist. Also gerade in Bahrain hatte ich viele Probleme mit dem Setup. Hier das erste Setup ein bisschen überarbeitet und zack, war es da. Ja, ein bisschen drüber gekommen hier, aber dennoch. Vom Handling her, hier gab es dann damals, beziehungsweise im letzten Game, ab hier bis zur engen Kurve vorhin gab es da die DRS-Zone, gibt es jetzt nicht mehr, die gab es auch in Wirklichkeit nie. Ich denke mal, das war vielleicht ein Konzept noch, auch hier gut rausgekommen, keinen fetten Rutscher oder so. Vom Handling her einfach toll, wirklich, das lässt sich gut fahren und zack, zack, hier runter, ganz, ganz nah. Ich habe auch einmal ganz kurz korrigiert, weil man hier echt verdammt nah zum Mauer hinkommt. Und das war auch meiner Meinung nach mein bester Versuch generell. Wir fahren, falls sich einige fragen, nur auf Stufe 79. Ich weiß, das ist echt low. Aber für mich ist die KI hier schon echt ziemlich schwierig. Also die KI ist teilweise eine Sekunde schneller. Ich glaube, da wurde auch einiges an Aggressivität und auch an Pace. Hat man da die KI ordentlich zugelegt. Welche Schwierigkeiten für diese? Schreibt es rein. Oh cool, wir haben sogar einen Live-Bonus gekriegt. Hier so einen einlösbaren Point. Ich habe alle schon gekauft, bekomme die aber trotzdem immer noch. Keine Ahnung, wie ist das bei euch so? Sagt es gerne mal. Und jetzt hier einmal noch. Da wollte ich mir den kompletten Windschatten von Valtteri erhaschen. Hat gereicht für Q2. Ich war natürlich nicht Erster, ich war 10. oder so. Oder 8. glaube ich, war ich 8. Und jetzt geht's los in unseren finalen Run. Wir haben es wieder mal ins Q3 geschafft, was eigentlich ziemlich gut ist. Nur hier ist mir leider. Gucken wir mal, erste Kurve, sehr stabil, früh runtergeschalten, echt viel geschnitten, aber das ist auch so gerade generell in Saudi-Arabien, der erste Sektor ist der Schnittsektor, man muss hier so hardcore die Kurven schneiden, das ist aber noch, und dann passiert's, ähnlich wie bei Leclerc und auch Sainz dieses Jahr, bin ich ein bisschen über die Grenze drüber, über die Schwelle drüber gegangen. Und ja, so sah es dann auch hier aus. Ich habe zu früh eingelenkt, bin gegen die Mauer, neben die Strecke. Und ja, dann ausgehebelt, auch ähnlich wie Mick Schumacher. Das war natürlich jetzt nichts. So viele muss man auch machen und ich habe mir auch vorgenommen, da jetzt nicht mehr zum Respawnen. Gerade generell, ihr wisst, dass es echt nicht raus muss. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Sainz, Perez, George Russell und Hamilton, Bottas, Fernando Alonso, Mick Schumacher und der Wissenschaftler. Ocon, Gasly, Kevin Magnussen und Norris, Tsunoda, Vettel, Daniel Ricciardo und Guanyu Zhou, Stroll, Albon, Liam Lawson und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Wir sind hier direkt bei der Einführungsrunde. Ich wollte euch jetzt mal die komplette Einführungsrunde ersparen. Deswegen, ich konnte sie auch nicht mehr länger erwarten. Das Problem bei mir ist auch, also generell bei unserer Teamkarriere hier ist, dass unser Motor ordentlich an Abrieb hat, also Abnutzung hat. Wir sind jetzt hier schon und jetzt einmal kurz gucken, ob wir das schaffen,
mir ist gesagt worden, oder ich finde es auch bei manchen vom Lernfahrern, die machen immer so einen Schlenker, dass man dann einfach, und wir haben es wirklich geschafft. Meiner Meinung nach bin ich ein bisschen zu weit rechts, aber ich denke mal, wir müssen nur drin stehen und das hat man ja hier auch nicht ganz, glaube ich, berücksichtigt. Ich stehe links viel zu weit weg. Egal, wie gesagt, ich glaube, unser Motor hat eine ordentliche Abnutzung. Das wird in Australien ziemlich schwierig werden, den noch zum Überleben zu bringen. Aber jetzt mal, Lights out. Die fünf roten Lichter sehen genau aus hier in Saudi-Arabien und wir haben einen bombastischen Start. Oh mein Gott, leicht weggedreht. Aber immerhin noch besser für Mick Schumacher. Hier war ein kleiner Cut drin, das tut mir leid, Leute. Im Getümmel da vorne. Zu aggressive Karriere. Und jetzt gehe ich ein bisschen zu aggressiv rein. Merkt das direkt. Geht da vom Gas runter. Ja, sorry, Valtteri. Aber auch, ich merke schon so, es ist eine kleine Rivalität zwischen mir und Valtteri Bottas. Wir zwei kommen da wirklich immer aneinander. Ja, da muss ich zurückstecken. Wo soll ich da auch hin? Hamilton innen und der weiß auch, der kommt in der Linkskurve. Da bin ich lieber der Klügere, steckt zurück. Sechster Platz, siebter Platz jetzt mal. Ja, der erste Sektor läuft nicht so gut. Ich habe auch keine Übung mit vollem Motor, also mit vollem Benzinlast oder mit ihm halt mit 25% Benzinlast. Deswegen fährt sich das Auto ein bisschen blochiger in den ersten Kurven. Auch ein bisschen natürlich mit Beschleunigung, auch mit Bremsen. Das musste natürlich auch mal reinkommen. Und ja, wir haben es jetzt hier mal geschafft, sich einzuordnen. Wir müssen natürlich ein Rennen drin und da auch wieder ein kleiner Fehler drin. Und die Pace der anderen da vorne ist ordentlich. Obwohl die auf Gelb unterwegs sind, dachte ich mir, gehen wir auf Rot, können wir vielleicht einiges an Strategie gut machen. Aber so ist es nicht, Leute. Guckt euch die Pace an. Der Mercedes, der Ferrari sowieso, die ziehen da vorne weg mit den Red Bulls. Generell auch die Mercedes. Vielleicht können wir strategisch was tun, dass wir für Ruhe reinkommen oder so. Aber auf der Strecke wird das nichts. Hier kommt schon Valtteri Bottas. Ja, da müssen wir Platz lassen, auch außen. Ich fahre irgendwie eine komische Linie in der Mitte, weil Valtteri da jetzt schon drin steckt. Okay, das war's. Ja, das war, ich weiß. Ich hab's gehört, das war sehr zweideutig. Valtteri war da schon drin, aber wir kommen da auch nicht. Ja, wir kommen da leider nicht weg. Und vorne, die sind schon eine Sekunde weg. Ich hoffe natürlich, dass wir da irgendwie noch was machen können. Aber ja, ich glaube nicht. Da fehlt uns ehrlich gesagt die Pace. Die Leistung des Autos ist einfach noch zu schlecht, um was reißen zu können. So, hier nochmal die Start-Replay, weil vorne eh nichts geht. Dachte ich mir, ich zeige euch mal, wie. Da waren wir vielleicht noch, da waren wir ja noch etwas ordentlich unterwegs. Und so geht's auch. Wir sind das einzige Auto, das da geradeaus fährt. Alles ziehen sie links oder rechts weg. Wir fahren da gerade durch. Ja, ich wollte natürlich jetzt nicht mich verhungern lassen und deswegen gehen wir da auch zu dritt in die erste Kurve rein. Gab da die Berührung mit Valtteri, das tut mir natürlich leid, war aber auch kein Schaden oder so. Dennoch, die Verwarnung war unnötig, ich hätte auch zurückstecken können. Und das ist mir in dem Moment natürlich auch klar gewesen. Aber ich wusste auch, wenn ich jetzt zurückstecke, dann werde ich den Platz nicht mehr zurückbekommen, weil unsere Pace hier echt jetzt nicht strong ist, würde ich mal sagen. Sala, wir sind in der vierten Runde und es geht einfach gar nichts. Wir sind zwar von Gasly weg, die ersten haben schon gestoppt, deswegen auch Mick jetzt wieder hinter uns. Wir sind jetzt zwar von Gasly weg, aber das Problem ist, wir kommen vorne nicht hin. Also, schaut euch das mal an, wir kommen vorne nicht nach. Und hinten, ja, verlieren wir jetzt ein bisschen an Boden, aber ja, das ist jetzt nur minimal. Das Problem ist halt, was machen wir jetzt? Und da dachte ich mir auch, wir werden einfach auf die andere Strategie gehen. Plan B, Box und irgendwas anderes machen, was die anderen machen. Das Problem ist, die in der Spitze werden ewig fahren und dann nur auf Rot gehen. Das heißt, die werden am Ende des Rennens sowieso die besseren Reifen haben. Und nachdem ich gesehen habe, dass die Spitze jetzt schon in die Box geht, in der vierten Runde, ich glaube, die Mercedes sind da eine lila, selbst der wird nur grün. Also das Rennen heute ist echt sehr verflixt, das macht keinen Bock. 2,9 Sekunden Standzeit, das ist jetzt, ja, nicht so optimal. Dennoch kommen wir auf den 19. Platz raus, nichts anderes zu erwarten, wirklich. Also das Rennen heute, Saudi-Arabien liegt dem Auto nicht so, natürlich fehlen da auch wahrscheinlich aerotechnisch ein paar Upgrades. Und ja, ich weiß auch, die Reifen sind kalt, die müssen wieder ein bisschen aufwärmen. Und das Rennen an sich ist toll und auch das Feeling ist perfekt. Nur, dass unsere Pace hier fehlt oder, ja, ich denke mal auch, ordentlich an Leistung wird noch fehlen. Aber das macht ja gerade mein Team aus, dass wir nicht vielleicht von Anfang an vorne mitfahren können. Dass wir vielleicht nicht vom Beginn an das Spitzenteam sind. Deswegen haben wir uns ja auch für Neuling entschieden und nicht für, Spitzenrennen.
Wir sind in der sechsten Runde und die ersten, oder beziehungsweise die nächsten, gehen in die Box rein. Liam Lawson fährt weiter. Das ist natürlich stabil. Wir sind da, wir haben Gasly natürlich, das war ein bisschen weit. Ich dachte, da kommt auch wer aus der Box raus. Wir haben Gasly wieder zurück überholt und Latifi ist jetzt in front of us. Sorry. In front of us. So, la, zack, zack. Der erste Sektor geht nach der Zeit. Also wirklich, du brauchst da Eingewöhnungsphase und dann bockt das wirklich so enorm, das Game. Und hier raus beim Rausbeschleunigen. Halleluja. Oh yeah. Und Lila im zweiten Sektor. Das könnte auf eine Bestzeit hingehen. Also im ersten Sektor, nicht im zweiten. Gerade der erste, der liegt mir. Und da hatten wir noch, oh mein Gott, das ist Heck gekommen. Da hatten wir noch ordentlich Energie im ersten. Im zweiten wird dann die Energie schon mau. Auch generell fällt mir auf, das ERS wird urschnell verbraucht. Also wirklich, das wird sehr, sehr schnell verbraucht. Und deswegen wird es auch umso schwieriger. Auf eine Runde hin, also eine Runde geht's, Pole oder so, Qualifying oder so, aber im Renntrim, da bin ich fast dazu verleitet, das die ganze Zeit auszulassen, also nur auf Mittel zu fahren, weil das macht sowieso keinen Sinn. Wir sind ja Nicolas Latifi dran und ich denke mal, den werden wir auch ordentlich in der nächsten Kurve haben, wenn er nicht in die Box abbiegt, und wir kommen da besser aus der letzten Kurve raus, haben natürlich die viel frischeren Reifen, und das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, dass wir den überholen. Liam Lawson auch jetzt in die Box gegangen, ich hoffe natürlich, da geht alles gut, nicht so wie im letzten Mal, wo er ganz am Schluss einen Crash hatte und dann auch in die Box musste, das war nicht okay, oder das war nicht sauber, aber dennoch, es ist natürlich ein Rookie und dem müssen wir auch eine Season eine Chance geben. Wenn er keinen Punkt holt, müssen wir uns vielleicht auch anderweitig umgucken. Vielleicht einen alten Nico Hülkenberg wäre cool. Mark Webber, immer gern gehabt. Und wir sind jetzt in der neunten Runde. Und jetzt wird spannend. Die Mercedes gehen in die Box rein. Die gehen auf weiß, die Idioten. Und Lewis Hamilton kommt da tatsächlich, aber tatsächlich hinter uns raus. Ein bisschen weit gegangen. Seine Reifen sind sehr frisch. Meine sind sehr alt. Aber ich weiß natürlich, er hat die Weißen. Die brauchen mindestens eine Runde, um auf Temperatur zu sein, und da müssen wir Gas geben. Jetzt heißt es pushen. Und wir sind aktuell auf dem sechsten Platz. Theoretisch hätten wir sogar einen Platz aufgeholt. Wir waren ja siebter, bevor wir in die Box gegangen sind. Und der Plan war halt, was ganz anderes zu machen wie die anderen. Unser Motor ist schon ein bisschen litiert. Wir sind in der letzten Runde, Leute. Und Hamilton hat es tatsächlich geschafft, 1,4 Sekunden aufzuholen. Und jetzt heißt es nur noch überleben, Leute. Überleben, nicht um jeden Preis, aber überleben, dass wir das ins Ziel retten können. Jetzt geht's also Ende, erster Sektor. Hamilton wieder eine Zehntel aufgeholt. Die schnelle Kurve, die Reifen. Und das heißt auch noch ERS spannend, dass wir im dritten Sektor uns noch ein bisschen wehren können. Sauber gefahren, dennoch wieder eine Zehntel gewonnen. Der Zehntel, okay, beim Exit jetzt wieder eine Zehntel verloren. Ja, das liegt vermutlich jetzt in doch seine Reifen in Betriebstemperatur. Da könnte noch drei Saudi-Arabien-Rennen mit den Reifen fahren. Wir nicht mehr. Sodala, nächste Kurve und zweiter Sektor ist aus. Sodala, rausbeschleunigen, zack. Und jetzt geht's in den dritten Sektor, Leute. Vollgas, ERS geht on. Wir haben nur 3% ERS. Und es ist auch gleich wieder aus. Ich habe es gleich wieder abgestellt. Jetzt wird spannend. Der hängt sich in unseren Windschatten. Natürlich ist ERS on. 3, 0,2, 0,1. Und ich muss abdecken. Er ist außen. Er ist außen. Und ich verbremse mich hier. Der Druck, das Auto. Oh mein Gott. Es wird so spannend, Leute. 5% ERS on. Und es wird, nein. Der wird das jetzt nicht wagen. Er pusht hier raus. Wir haben es nicht geschafft, Leute. Es ist, ich dachte mir zuerst, es ist Fotofinish, aber nein, es hat nicht gereicht. Lewis Hamilton hat uns da ein bisschen abgezogen. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Hier mal das Überholmanöver gegen Latifi. Ja, jetzt nicht gerade unsere Konkurrenz sein sollte. Vermutlich im normalen My Team schon. Also ich sollte da auch noch ein, zwei Stufen raufdrehen. Ich möchte natürlich jetzt nicht gleich im ersten Season um die Weltmeisterschaft mitkämpfen. Das schaffen wir bei Gott nicht. Also die Spitze ist eine Sekunde schneller wie wir. Das schaffen wir sicher nicht, um die WM mitzukämpfen. Aber auch hier beim Rostbeschleunigen war das schon mal easy going. Natürlich hat uns da auch Liam Lawson ein bisschen Windschatten gegeben. Und dann sehen wir das hier im fast, wirklich, es hat fast gereicht. Am Thumbnail habt ihr es auch gesehen. Nur der siebte Platz. Leider. Es hat nicht ganz gereicht, Sebastian Vettel, Drive of the Day. Ja, wir sind von 7 auf 7 gefahren. Ah nein, von 9 auf 7 gefahren. Ist auch okay, würde ich mal sagen. Ferrari kann sich freuen. Die gewinnen hier wieder einen Grand Prix. Fuck, Mann. Das wäre so toll gewesen, wenn wir das gegen Hamilton ins Ziel gebracht hätten. Und lange Zeit hat es auch so ausgesehen, als ob wir das schaffen könnten. Aber halt leider nur lange Zeit und nicht eben die komplette
zweite Renndistanz. Schade. Was denkt ihr? Wer wird in unserer Karriere Weltmeister? Ich meine, nach dem zweiten Rennen zu sagen, ist es ziemlich schwierig. Aber ich bin sehr gespannt, wer die Weltmeisterschaft an sich reißen kann. Hier gewinnt mal Carlos Sainz. Ich glaube, das ist sein erster Win. Jetzt natürlich nach Silverstone auch sein erster virtueller Sieg. Er will Stress, glaube ich. Das war's, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Carlos Sainz Junior verdient hier gewonnen, auf jeden Fall. Ich habe zwar nicht gesehen, welches Rennen der gefahren ist. Ich weiß es nicht, das tut mir leid. Ich war nie in der Lage, die Spitze irgendwie zu betrachten. Vielleicht hätten wir die Top 5 im Qualifying geschafft. Vielleicht beim Start dann den dritten, vierten Platz erobern können. Aber ich denke mal, von der Pace her hätten wir das sowieso nicht geschafft. Gerade die zwei langen Geraden, dieser DRS-Vorteil ist einfach enorm. Und deswegen denke ich mal, dass wir das nicht irgendwie geschafft hätten. Mercedes ist ja auch gleich beim Start ordentlich weggezogen. Also ich denke nicht, dass es da irgendwie eine Chance gegeben hätte. Hier haben wir nochmal das Final Classement. Ja, das war mir klar, dass Liam Lawson nicht in die Top 5 kommen wird. Top 10 kommen wird. Salala. Und hier sind wir noch einmal im teaminternen Duell und da holen wir ein bisschen auf Liam Lawson auf, aber wichtig ist halt mal, die 50.000 Schaden tun halt schon ordentlich weh, die ich beim Crash gemacht habe. Gesamt habe ich 0 dieses Wochenende eingenommen und ja, Liam halt dann doch 50.000, das ist toll für ihn und toll für uns auf jeden Fall, weil wir halt die wichtigen Punkte mitgenommen haben. Der Abteilung braucht wieder Hilfe, wir werden auf Tempo gehen und nicht mehr auf Aufmerksamkeit. Tempo ist wesentlich wichtiger, wir brauchen die Punkte. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Schaut gerne auf TikTok vorbei, itz_tobi auf TikTok und natürlich auf rtu_gaming auf Instagram. Abonniert den Channel gern kostenlos, dass ihr nichts mehr verpasst. Und ja, mein Team sollte die Woche mindestens noch ein, zwei Mal kommen, also freut mich auch. Wollt ihr eine Pirelli Hot Lap, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.